Hey Leute, heute würde ich euch gerne mal ein paar Tipps geben in Sachen Ernährung. Und zwar wisst ihr alle, wie schwer das ist, sich gesund und ausgewogen zu ernähren über den Feuerwehralltag. Und ich würde euch heute gerne zeigen, wie man das am besten umsetzen kann. Hauptsächlich Kohlenhydrate bringen viel Energie. Dabei unterscheiden wir in guten und in schlechten Kohlenhydraten. Die guten Kohlenhydrate, die bringen nämlich langfristig Energie. Beispielsweise jetzt brauner Reis oder Vollkornbrot. Bei den schlechten Kohlenhydraten ist es so, dass der Energiebedarf sehr schnell gedeckt wird, aber auch sehr schnell wieder abfällt. Aber dennoch kann man das im Einsatz, wenn man schnell Energie braucht, umsetzen, indem man halt mal einen Schokoriegel sich reinpfeift und dann hat man mal schnell wieder Energie. Am wichtigsten ist natürlich trinken, am besten Wasser. Alle. Aber zum Feierabend kann man sich natürlich auch mal was gönnen. Heute mal alkoholfrei. Muss aber auch nicht immer sein. Ausgewogene Ernährung ist immer so leicht gesagt und sehr schwer umsetzbar. Der Duft. Ihr wisst alle, unser Arbeitsalltag ist unregelmäßig und unplanbar. Mein Tipp? Versucht regelmäßig zu essen, auf Fastfood und Zucker zu verzichten. Bereitet euch vor. Ich habe immer als Notfallration einen Riegel und eine Flasche Wasser dabei. Bei allen Regeln und Tipps. Lasst euch das Essen nicht verderben. Hört auf euer Körper und gönnt euch auch mal was. Möchtest du auch was? Und schmeckt, ne? Frage, hab ich auch gemacht.